Nasse Fahrbahn. Hier zeigt sich, was ein Sommerreifen leisten kann, wie gut er ist oder eben nicht. Weitere Kriterien: Verhalten auf trockener Fahrbahn und Verschleiß. Insgesamt 31 Sommerreifen hat der ADAC diesmal getestet. Darunter 16 Modelle für die Mittelklasse. Von den 16 getesteten Reifen erhielten 5 das Urteil gut, 10 schnitten mit befriedigend ab und einer erhielt das Testergebnis ausreichend. Zu den Testsiegern gehörten Reifen von Pirelli, Bridgestone, Continental, Isateca und Goodyear. Das Schlusslicht ist ein Reifen von GT Radial. Diesmal neu im Test, 15 Reifen für SUVs. Hier überzeugten nur Goodyear und Cooper mit der Note gut. Erstaunlich, ein Reifen von Michelin bekam nur ausreichend und der Yokohama Geolander SUV fiel mit mangelhaft sogar durch. Wichtig zu wissen, einige SUV-Reifen haben eine M&S-Kennzeichnung. Doch diese kann irreführend sein. M&S steht für Matsch und Schnee, bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass der Reifen auch wintertauglich ist. Dafür sollte der Reifen dann zusätzlich noch ein Schneeflockensymbol haben. Erst dann kann man sich sicher sein, dass der Reifen auch wirklich auf Schnee getestet wurde. Alle detaillierten Testergebnisse zum diesjährigen ADAC-Sommerreifentest sind unter adac.de abrufbar.